Normalerweise, ich schreibe jetzt ehrlich selber mal Holle vorher. Normalerweise ist es nicht so meine Art, jemanden plötzlich anzuschreiben, aber du hast sehr schöne Augen und siehst sehr sympathisch aus. Das ist eine sehr süße Sache, aber es ist ein Junge, ein Mann und ich habe einen Freund und dann antworte ich auf sowas nicht. Weil nur mein Freund ist der süßeste. Geh doch selber schlafen, wenn du um diese Uhrzeit wach bist. Warum kommst du denn in deinen Livestream rein? Brutal. Baguette, Baguette. Jetzt habe ich wieder Lust auf Tzatziki. Tja. Ja. Hast du gehört? Wer würde eher für 1000 Euro an einem Tag 10 Männer küssen? Ich nicht. Ich nicht. Niemals. Und an Dafür. Silvester? Oder an Weihnachten? Aua, warum schlägst du mich aber? Ich will ins Gym, aber zu spät. Dafür gibt es kein zu spät. Ab ins Gym. Was denn? Ja, unser Gym hat zu, oder? Hat er zu? Ja, 23 Uhr macht zu. Ja, aber wann macht wieder auf? Um 8. Nee, 6 stimmt. Das ist in der Woche. Habe gerade einen Ich mag die Blonde nicht. Ja, dann geh raus. Nerv nicht. Ist so. Warum? Was wird hier von meiner Pia? Ja? Ich spreche kein Deutsch, ich verstehe nichts. Ja, dann John im Bitte hör auf. MIDZZ ist nicht Ich zu kann nicht finden. mehr. Doch, ich heiße MIDZZ. EMIDZZ. Ich verstehe das nicht. Janem. Das bringt nichts, wenn man reinschreibt, Libanesen Smash oder Pass. Also, das kommt immer auf die Persönlichkeit an. Auf den Landsmann. Da stand wieder, wer würde eher in den Knast kommen? Boah. Lisa. Echt? Ich glaube schon. Boah. Oder ich, weil ich einfach so was bin, Digga. Oder ich Ich würde glaube, so bei mir wäre küssen. das irgendwas Brutales und bei ihr wäre das irgendwas richtig Dummes, was so aus Versehen passiert Ja, wäre, bei ihr weißt du? so, auch so wie mein Messer. So. Pretty Girls, danke. Leute, wenn ihr schreibt, die rechte oder die linke, von uns ist was anderes, links oder rechts, als bei Bei euch. ihr wäre das sowas, weißt du, sie ist so ausgerutscht oder so und hat irgend so eine Kettenreaktion verursacht, dass irgendwer hingeflogen wäre und dann so Totschlag. Ja. Also, das ist Lisa, Pia, Emily. Emily, Pia, Schade, Lisa. man. Die Pia, Rechtspia machen. mein Gott, ich knall dir gleich welche. Hallo Leute, wie geht's? Gut. Habt ihr alle einen Freund? Nein, nur ich. Nein, da ist niemand dran geworden. Ihr seid wunderschön, danke. Hey, ihr drei Hübschen. Hey. Irgendwann um 3 Uhr nachts, Leute, die sind nicht mehr. Ja, wir gehen auch gleich Wir pennen. gehen Ich echt bin auch gleich pennen. pennen. Ich muss noch nach Hause fahren. Ja. Ich auch. Ja. Ich nicht. Ich bin neu hier, möchte Deutsch lernen. Dann mach das. Ich Hier wünsche dir viel Glück, weil deutsche Sprache ist Guck mal, schwere mein Arm sieht so Sprache. voll dick aus. Ja, Mann, weil du den so Nein, ich anlehnst. meine deswegen. Und guck mal, dann so. Oh. Tarnum. Oh, ich verstecke meinen Arm. Zu dünn? Sieht schön. Sie dickst dich einfach ein. Pia, pass auf. Sie dickst dich einfach ein. Habt ihr schon mal beim Wein gefurzt? Was? Warst du schon Nein. Kampfei weiß ich nicht. Nein. Der hast du nicht mal. Aber beim Lachen. Ja! Leute, darf ich mir das erzählen? Nein. Okay, Leute, auf jeden Fall. Nee, aber bei Du irgendwas wirst noch, bei irgendwas noch. War das im Auto? Ich weiß es gerade nicht mehr. Keine Ahnung. Ah, du hast deine Nase geschnaubt. Echt? Ja. Könnt ihr auch rülpsen, nies Furz? Ja, Kindsköpfe. Aber ich krieg das nicht hin. Könnt ihr rülpsen, nies Furz? So pretty. Wer würde eher von euch in die Antibabypille nehmen? Also ich nehme die Pille. Wir nehmen die alle Also drei. ich nehme die Pille aber nicht wegen Verhütung, sondern ich nehme die wegen meinem Zyklus. Ich habe zweimal im Monat meine Tage. Ich kann nicht reden. Zweimal im Monat meine Tage bekommen und dann bin ich deswegen mit meinem Frauenarzt, zum Frauenarzt gegangen und die haben mir das dann empfohlen. Deswegen nehme ich sie. Schon seit 2 Jahren. Ja,
Was heißt das eigentlich? Sorry. Lass um 20. Wie, was heißt das eigentlich, wenn Leute euch in den DMs anschreiben mit so einer Schnecke? Eine Schnecke? Du bist eine Schnecke. Ah! Nicht dumm. Hey, Schnecke. Gott. Ich bin so dumm. Ja, ich bin 18. Was heißt nochmal, Smash ist gut und Pass ist nicht gut, ne? Genau. Also ich weiß nicht, was Leute erwarten, wie wir um 3 Uhr nachts aussehen sollen. Klar habe ich einen Dutt, hab Chiller-Klamotten an. Ich habe 8,5 Stunden gearbeitet. Ich glaube, danach sieht man ein bisschen fertig aus. Wollt ihr euch bei mir schon abschrecken? Ich glaube, es gibt Leute, die zwar anstrengender arbeiten. Willst du kurz wieder abschminken? Ja, geh dich kurz abschminken. Hast du wenigstens Abschminktücher? Ich habe keine Abschminktücher, aber ich schmink nur mein Gesicht. Also hier kommen wir zum Beispiel Eyeliner. Ich kann mich jetzt auch hier schon abschminken. Es geht bei mir ganz schnell runter, weil das ist so ein Eyeliner von Kiko. Der hält die ganze Zeit und dann mache ich einmal mit dem Wasser, will es abmachen und es geht richtig schnell ab. Wer würde ihr ihrem besten Freundin das Geheimnis eines Partners verraten? Wisst ihr noch, was ich euch erzählt habe von Dominik? Ja. Also ich. Also es war jetzt kein Geheimnis, aber es war was Lustiges. Welcher Filter? Ich bin müde. Auch. War noch gleich. Ja, was machen die da? Pia, das ist eine neue Wohnung. Linke, frag mal die rechte, wie die heißt. Leute, immer noch links oder rechts gibt's nicht. Lisa, Emily und Pia ist gerade im Badezimmer. Sagt einfach. Die Emily, welches. Die mit dem Dutt oder. Welches Profilbild ich auf Insta habe, ist das hier. Nicht wundern, da war ich noch blond. Ich bin erst seit 4 Monaten so. Da war das, weil das ein Friseur-Fail war, okay? Das da. Ja, okay, jetzt sieht man tatsächlich hier. Da. Aber da war ich noch blond. Wer von euch hat den meisten Bodycount? Keiner. Welches Sternzeichen habt ihr? Löwe. Steinbock. Und Pias Stier. Woher kommt ihr, Hamburg? Oh, mein Daumen. Du knickst den auch nicht weg. Ich knick den in deine Hüfte. Ja, ich merk das. Danke für die Geschenke, Mann. Ihr müsst uns nicht schenken. Hast du es mitbekommen, dass Shirin David den Song House of G-Stone geändert hat? Nein. Doch. Ich habe ein paar TikToks gesehen. Geht's aber immer noch so, dieses House of G-Stone, ja, take a seat? Aber die Musik ist anders. Warum? Weil sie ihr Label da gewechselt hat und sie kein Recht mehr darauf hatte. Und deswegen musste sie sich was Neues einfallen lassen. Mhm.